beim Episode ist jetzt dann im neuen Jahr wirklich all das passiert, was man sich überhaupt nicht erhofft hatte. Also zumindest auf dem Platz. Es gab ja dann durchaus Neuzugänge wie Daniel Ginzek, Ahmet Engin zurück, wo man sich dann doch ein bisschen was ausrechnen konnte. Das hat bisher bis auf den beiden Toren von Ahmet Engin halt gegen Halle halt überhaupt nicht so richtig funktioniert. Ja, es ist eine düstere Zeit. Man hat zwei vermeintlich schlagbare Gegner jetzt erstmal gehabt zum Auftakt. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, die Lichter sind aus. Dazu muss man jetzt den heutigen Tag auch nochmal abwarten. Es sind ja halt noch Spieler im Gespräch, die kommen sollen, die noch Verstärkung sein sollen, die aber auch verdrängend benötigt werden müssen. So, und dann sind halt trotzdem noch ein paar Gegner da auf dem restlichen Spielplan mit 15 Partien, bei denen man schon sagen kann, okay, da kann auch der MSV Duisburg sogar nochmal gewinnen.